wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Bobbyversum. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zurück zu Green Hell, dem Leben im Dschungel, dem Leben am Limit. Dem Leben ohne richtige Nahrung und ohne sauberes Wasser, zumindest in rauen Mengen. Wir sind wieder zurück und versuchen heute weitere Dinge auf die Beine zu stellen. Was wir in der vergangenen Folge gemacht haben, das erzählt euch mein Co-Partner Sho Ninja. Hallihallo. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen von unserem alten Lager da hinten abmontiert und der Bob hat hier hinten eine neue Feuerstelle gemacht und uns eine frisch geschlachtete Schlange gekocht. Ich habe hier oben angefangen, unsere alten Stockständer von drüben wieder aufzubauen. Und wir sind hier ein bisschen weiter nach hinten und haben sowohl Gürteltiere gefunden. Eins haben wir erlegt, das zweite hat noch meinen Speer im Hintern. Ja, ich glaube, mehr haben wir gar nicht geschafft. Ach, und Bob hat irgendwie auf der Suche nach der Schlange das Lager der Eingeborenen scheinbar gefunden. Die haben ihm ein Liedchen gesungen. Ja, die haben da irgendein Ritual abgefeiert. Ich glaube, das sind so total kranke Typen. Und die werden wir auf jeden Fall noch besuchen gehen. Also da führt ja kein Weg dran vorbei. Ich muss Rache einfach nehmen. Das geht gar nicht anders. Ja, und ich würde sagen, tatsächlich, da wir jetzt ja gerade äußerst sonniges Wetter haben, würde ich jetzt nochmal ein Feuer anzünden und den hier nochmal wegbraten. Und dann müssen wir uns nochmal überlegen, was wir mit dem Gürteltierpanzer machen, weil den habe ich ja tatsächlich auch noch dabei. Ja, aber erstmal einfach irgendwo hinlegen. Wie hinlegen? Na, irgendwo, also, damit das Inventar nicht voll macht. Ach, den Panzer meinst du? Ja, ich wollte gerade sagen, nee. Hinlegen. Boah, hier ist eine unbekannte... Nee, es war nur eine Blume. Ich dachte, das wäre schon wieder so eine Frucht. Also oben, da wo das Gürtel hier war, da war auf jeden Fall ein Pilz auch. Ein unbekannter Pilz. Ich hätte zwar schwören können, dass wir den schon haben, aber auch bei den normalen Pilzen, die wir essen, steht immer noch unbekannt für mich da. Ja, aber es steht unten drunter, was sie machen. Was sie machen. Hm. Ja. Ja gut, dann würde ich jetzt erstmal wieder zu dir zurückkommen, würde Feuer anzünden und dann gibt es erstmal Gürteltier. Und den Gürteltierpanzer, den würde ich dann bei der Gelegenheit auch gleich bei dir lassen am Camp. Ja, bei dir am Camp ist gut gesagt, weil ich bin ganz hinten, wo wir gerade zuletzt die Kräuter und so gefunden haben. Jo, die Kräuter, da bin ich ja auch mal gespannt. Da bin ich ja auch mal gespannt, was wir daraus machen können. Das stimmt. Da ist das Feuer. Verbände oder sowas. Ja. Holzbohrer. God, I'm so hungry. Okay, er ist auf jeden Fall hungrig. Wenn du mal Zeit hast, könntest du mir mal so einen Speer machen? Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wie das ging, aber ich habe auch die Rohstoffe wahrscheinlich nicht. Doch, ich glaube, ich habe alles, was ich dazu benötige. So, Feuer brennt. Ich leg mal das Gürteltier da rein. Das ist auch nicht so lange halt. Aber ich sehe ja schon wieder ein Gürteltier, also ich vermute, das spawnt hier. Ich schmeiß jetzt aber nicht. Ne, da passiert nichts. Die kann ich auch da wegnehmen. Warte mal, kann ich so eine Kokosnuss mit Wasser da quasi nehmen? Also das ist jetzt verschüttet. Also eine Axt an den Kopf werfen stört das Gürteltier gar nicht. Okay. Naja, das mit der Kokosnuss schade, die kann ich da zwar hinpacken, aber die ist jetzt natürlich leer. Ja. Aber du willst da Wasser reinmachen? Wasser abkochen oder was? Ich hätte gedacht, dass man jetzt irgendwie tatsächlich mal so eine Suppe kocht oder irgendeinen Scheiß halt, ne? Ne, du kannst ja mal gucken, was passiert, wenn du da hier dieses Flusswasser reinmachst. Ob du es damit auch wirklich abkochen kannst, wollten wir ja auch mal schauen. Ich glaube, ich schmeiß das Ding jetzt einfach mal rein. Kokosnussschale, ja, das geht. Nehmen. Sobald ich es nehme, ist aber wieder das Wasser raus. Was kann ich damit sonst noch machen? Mal reingeschmissen. Hungry. Trinken, verschütten.
zerstören. Ja, lol. Ich blick's nicht. Ganz ehrlich, wenn ich sage nehmen, ist das Wasser wieder raus. Wenn ich sage trinken, dann sauf ich's halt aus. Gut, ja, scheiße, jetzt ist das Feuer aus, Mann. Das Tierfleisch ist noch nicht durchgebraten. Es ist so halb, so medium. Aber es steht halt noch rot dran. Das ist ja total gemein. Also meinst du, es regnet lange? Es hat auf jeden Fall ziemlich oft geregnet, ja. Hier liegt eine Fackel auf dem Boden. Hattest du nicht vorhin eine gesucht? Ach, das ist bestimmt meine. Den Gürteltierpanzer, den kannst du bestimmt irgendwie als Schild oder so benutzen. Krasser Scheiß. Warte mal, ich gebe mal ins Tagebuch. Vielleicht ist da irgendwie was. Fackel, Axt, Steinspeer, Bogen, Pfeil, Steinhacke. Achso, ich sollte sie auch einen Speer basteln. Naja, das kann ich kurz machen. Ich glaube, ich habe alles. Lange Stock. Lange Stöcker noch welche da? Nee, ne? Die langen nicht, aber hinten liegen halt welche, ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar Bäume beim mehr gefällt. Beim alten oder beim neuen Camp? Beim da am Feuer liegt immer noch das Gürteltier, ne? Also wenn du das, wenn du es dir reinfahren willst, nimm es dir ruhig. Ich hatte jetzt drauf spekuliert, dass wir vielleicht noch die Chance haben, das zu Ende zu braten halt, ne? Jo, ist doch Regen wieder weg. Hast du was zum Feuer anzünden? Ich guck mal. Ah, nee, wahrscheinlich nicht, weil mein Brett habe ich ja weggehauen. Damit ich vorhin die Kräuter nehmen konnte. Scheiße, Mann, ey. Er ist halt auch einfach ein Kacklappen, ne? Ich brauche, also für einen Speer brauche ich auf jeden Fall einen langen Stock. Okay. Ja, dann bringe ich gleich welche von oben mit. Ich suche jetzt hier schon überall an diesem alten Rodungsplatz, wo wir hier alles abgerodet haben, aber das sind alles nur die... Oh nein! Oha, was ist da los? Erschöpfung. Die Nacht war für mich ja nur zu halb zu Ende, weil du schon früher im Bett lagst. Okay. So, langer Stock, zack, gib gleich her. Nein, den. Dann bringe ich zwei lange Stöcke noch mit und dann brauche ich tatsächlich was zu futtern, ne? Hm. Ich bin hungrig. Hast du eigentlich neben der Uhr auch so ein Symbol mit so einem Splash? Keine Ahnung, was das sein soll. Das hatte ich letzte Folge. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es herkam oder was es mir sagen sollte. Es war dann irgendwann was weg. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich gemacht habe, damit es weggegangen ist. Also, kein Plan. Soll ich dir irgendwie auf die Beine helfen? Ich glaube ja, weil sonst liege ich bestimmt noch 20, 30 Sekunden länger. Okay. Und vielleicht ist das ja auch besser für die geistige Gesundheit, wenn mir hochgeholfen wird. Danke. So, pass auf, ich versuche jetzt noch mit letzter Kraft das Feuer wieder anzumachen. Oh, hier ist eine Kokosnuss. Oh, wie geil. Ich habe einen Wurm oder ja. Einen Ausschlag oder was? Kannst eine Hälfte von der Kokosnuss kannst du haben. Oh scheiße, ich muss ins Bett, ey. Ja, ich komme mit. Also ich habe gerade gesehen, ich habe so einen Ausschlag. Vielleicht ist das ja das Symbol. Okay. Ich habe aber auch jetzt wirklich gar nichts mehr. Doch, ich habe Nuss, Alter, ja, ich esse Nuss. Und jetzt ab ins Bett, ganz schnell. Guckst du mal, ob das Gürteltier schon verrottet ist? Nee, oder ob man ist das noch lässt? Okay. Ja, schlafen. Ich muss schlafen, sonst bin ich gleich raus. Hast du bei den Buschmännern eigentlich was gesehen? Nee, ich habe die nur gehört. Aber je weiter ich zu dieser Schlange hingegangen bin, desto näher dran war ich. Okay, es schifft schon wieder. Weißt du, das Trinken, das reißt es halt nicht mehr raus, ne? Ja, das stimmt. Noch schifft. Ich packe diese Blätter gerade mal alle hier rüber, weil die einfach mal im Weg liegen. Das merkt man beim Drüberlaufen immer, das ist blockiert.
So, Feuer ist halt auch echt ganz gut. Oh, jetzt fängt er wieder ganz neu an, die Scheiße durchzubraten, ne? Alter. Na Und gut, ausrasten. mal realistisch gesehen, das ist es halt komplett durchnässt worden. Realistisch betrachtet wäre das Ding schon längst weggegammelt, Mann. Das wollte ich nicht sagen. So, Luft trocknen machen wir noch auch hier. Achso, nee, die Stöcke lasse ich mal liegen. Du wolltest ja da einen Speer draus basteln. Jo, das kann ich jetzt auch machen. Warte mal, habe ich in Shit! der Zeit das bestimmte Viech dann Seriously? auch fertig gebildet? Stein und Stein herstellen. Kein Platz mehr im Rucksack, das macht nichts, weil ich brauche den. Fußspuren. Der Steinspeer liegt jetzt hier. Kannst du dir, den konnte ich nicht mehr aufheben, weil mein Inventar voll ist. Also mein Ja, klar. Waffenarsenal. Ich habe Boah, einen Alter, das ist immer noch nicht fertig. Ja, Wurm ist scheiße. Wir brauchen noch sowas wie so eine Nadel, damit wir den Wurm da rausstechen können. Aber dafür brauchen wir eine Fischgräte oder sowas. Ich weiß nicht. Wir können mal sonst versuchen, angeln zu gehen. Da stand ja auch was von wegen Speerfischen oder so, aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie es geht. Vielleicht ist es fertig. Weißt du noch, was der Wurm gemacht hatte? Geistige Gesundheit, du drehst halt komplett durch. Aber wenn du am Feuer bist, wenn du dich am Feuer aufhältst, dann steigt die geistige Gesundheit wieder. Aber es regnet, glaube ich, oder? Nö. Ich brate, wie gesagt, hier noch das Tier durch. Es ist jetzt gleich fertig. Ja, Mann. Gürtel, Tierfleisch. Kochen plus 1. Ja, soll ich mir das reinfahren oder willst du das haben? Ja, nee, ist ruhig. Durch den Wurm geht es mir, glaube ich, gerade sowieso schlecht. Also die Chance, dass ich alsbald sterbe, steigt also. Noch ein paar Egel Alter, dazu. 44 Proteine. Krass. Wie geil ist das denn bitte? Ey, das ist ja mal richtig hardcore. Also wir brauchen mehr Gürteltiere. Noch mal gucken, ob die Schlange noch wieder da ist. Gürteltiere lassen sich aber echt schwer fangen, weil durch den, wie gesagt, mein Speer ist stecken geblieben. Beim ersten hat es geklappt irgendwie, aber. Wenn man immer das Risiko läuft, dass man einen Speer verliert dabei, ist natürlich doof. Oh nein, hier sind schon wieder solche Wespen. Ah, scheiße, Alter. Komme ich denn jetzt an denen vorbei? Wenn ich meinen Speer da jetzt reinwerfe, den finde ich doch nie wieder. Ist Oben bei dem hier Ameisenhaufen oder wo? ein Stein? Nee, ich bin auf dem Weg zur Schlange. Oder besser, ich will gucken, ob die Schlange da ist. Jetzt fängt es an zu regnen, oder? Jeden Fall noch mal reichlich Antiparasitenpilze genommen. Da hinten muss sie gewesen sein, ne? Glowing in the Dark Pilze. Jo, aber hier sind auch schon wieder Hornissen. Okay, aber die Schlange ist wieder da. Ja, was mache ich denn jetzt, Alter? Wenn ich die Schlange erlege, dann habe ich nichts mehr, was ich in den, was ich in, Alter, was ich in das Hornissennest reinwerfen kann. Ach, so eine Aber Scheiße. was haben wir denn von den Hornissen? Keinen Ausschlag, weil wenn ich da was reinwerfe, dann ist das Ding weg. Halt, ne? Ach Kann so. ich auch nicht versuchen, mal meine Steinklinge da reinzuwerfen. Zweite Stöcke. Davon habe ich nämlich noch eine dabei. Ja, Mann, das hat funktioniert. Sehr geil. Und jetzt nehme ich den Speer, um die Schlange zu killen. Jo, das hat auch funktioniert. Sehr geil. Jetzt ist zwar meine eine Steinklinge weg, aber das ist ja nicht so schlimm. Dann können wir uns auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen Schlangenfleisch reinsnacken. Ich finde die auch wieder. So, ich habe oben auf Steinklinge. jeden Fall jetzt alle Stöckerständer fertig. Wir haben Honig, Alter. So was Geiles. Pass mal auf, dann mache ich das andere Nest auch noch weg.
Vielleicht haben wir dann noch mehr Honig. Wo war das? Das war da, ne? Nehmen wir wieder die Steinklinge. Ist auf jeden Fall super dunkel. Hüpf da mal drauf, Alter. Das hat auch funktioniert, sehr geil. Mal gucken, wasserschmutzig. Das hier irgendwo jetzt liegt. Honigfarbe. Steinklinge. Alter. Mega. Richtig gut. Und ich habe eine Feder und jetzt baue ich mir einen Pfeil, Alter. Ich habe zwar einen Igel abgekriegt, aber die beiden ureingeborenen Ottos hier, die haben jetzt keine Chance mehr, Mann. Ich habe jetzt einen Pfeil. Mit einem Pfeil. Vielleicht. Wird sie zwei Leute töten. mit einem Pfeil mach ich sie beide weg, Mann. Krasser Scheiß, wirklich. So, der eine Pilz ist verdorben, zerstört. Oder nicht gemacht. Achso, zerstören bestätigen. Ja, was wir mit diesen beiden Honigfarben jetzt allerdings machen können, ich habe keine Ahnung. Aber das ist natürlich mega. Vielleicht finden wir irgendwann ja auch mal wieder irgendwie irgendwas, um Gegenstände zu storen. Scheiße, wo habe ich denn den Igel? Wein oder was? Achso, wo hast du den Speer angeworfen? Der liegt hier vor der Hütte. Sehr gut, danke. Steinspeer müsste dran stehen. Achso. Ekelhaft. Anderes Bein. Hungry. Regnet es gerade? Ich glaube nicht. Nee, sehr gut. Dann machen wir nochmal Feuer. Und ich werde jetzt als nächstes auch den Unterstall bauen, falls du es gerade sagen wolltest. Naja, nee, ich wollte sagen, wir brauchen bald ein neues Feuer. Das Feuer hat auch so eine Haltbarkeitsanzeige. Das hält halt auch nicht ewig. Hüttenunterstand. Was meinst du denn, was das von Unterstand sein muss? So ein, den wir wieder, wie den, der da unten ist? Ich würde es eigentlich schon vermuten, ja. Feuer machen. So, Feuerchen brennt. Und dann lade ich gleich wieder zum Festessen, weil es gab natürlich wieder zwei Klapperschlangenfleische. Und die gehen auch schneller einfach. Lustig. Okay, mal gucken. Noch was zu trinken haben. Ja. Den frei kann ich mir nebenbei noch herstellen. Das war ein kleiner Stock. Ne? Ach scheiße, ich glaube, ich habe gar keinen kleinen Stock. Oben ist alles da. Kleine und normale sind ganz viele da. Kleiner Stock, eine Feder, zweite Feder, Pfeil herstellen. Nein, wie nice, ey. Ich habe einen Pfeil. Und das Klapperschlangenfleisch ist fertig. Also du kannst zum Snack kommen. Super. Vor allem, dann ist es gerade fertig geworden, bevor der Gering kam. Ja. Steht jetzt aber nach wie vor gekocht dran. Ich nehme schon mal eine Hüfte. Wie mich einfach dieser Wurm wegzerrt und es mir einfach scheißegal ist. Oh. Ich würde ja einfach mal einen Probeschuss machen mit dem Bogen, aber ich habe Angst, dass der Pfeil dann hin ist. Wenn, dann will ich auch gleich was damit erlegen, verdammt, ey. Ist da oben nicht noch so ein Gürteltier einfach? Ja, da ist auch eins, aber ich weiß nicht, die Gürteltiere sind so robust. Wie gesagt, ach, der Speer ist stecken geblieben. Ich bezweifle, dass dann sowas klappt. Das ist mir für die Latte, Mann. Wo ist das Gürteltier? Danke auf jeden Fall fürs Fleisch. Oben, immer wenn du hochrennst, am Ende des Weges, bevor es wieder runtergeht. Okay. Ja, da hinten, ich sehe es schon, alles klar. Mega. Nein! Er ist zu schwach. Ja, war ja klar. Ich müsste bald mal wieder schlafen. Alter, er wackelt hier rum, ne? Oh nein, ich habe daneben geschossen. Nehme ich den Speer nochmal. Ärgerlich.
Ja, mein Speer hat es auch einkassiert. Aber den Pfeil habe ich wiedergefunden. Aber mein Speer ist jetzt auch weg. Also meiner, ich habe es richtig gesehen vorhin, steckt in seinem Hintern. Meiner auch. Ja. Sehr geil. Also, falls hier irgendwie zwei Gödeltiere mit Paarungsschwierigkeiten wegs Stock im Arsch halt einfach auftauchen, dann wissen wir, wo sie herkommen. Okay, dann muss ich mir jetzt einen neuen Speer bauen. Ne? Oh, ich kriege jetzt langsam Hallos. Lange Stöcke hast du nach wie vor auch noch nicht. Ne? Gerade alle verbraucht, aber wenn du ein Stück hinten runterläufst, dann müssten noch mehr als genug liegen. Ne? Was heißt hinten runter? Aber kannst du Wie viel vorher hier mal bist den du? letzten Dings oben dran machen? Ich habe kein Seil mehr. Ja. Sehr gut. Genau, Ah, geradezu, wo das Mensch, Gürtel ne? hier war, einfach den Weg runter. Da liegen noch ganz viele So Dinge auf dem hungry. Boden wahrscheinlich. Vielleicht finde ich dann ja auch wieder. Oh, Scheiße, meine Energie ist im Keller, Mann. Warum muss ich Oh, mich ich muss eigentlich hinlegen? auch sofort schlafen. Eieiei. Ich kipp um. Kannst du mich vorher aufheben? Ja, okay, komm, dann scheiße ich jetzt auf den Stock. Ich muss mich ausruhen. Ja, er baut hier schwer ab. Ne? Warte, ich komme schnell vorbei und dann muss ich. Alter, Alter, Alter. Gib das. Ei, ei, ei. Ja, so hier Hilfe. Ah, super, dann hat man gleich ein Fünftel wieder. Dann kann ich sogar rennen. Oh. Oh, das war knapp. Aber meine Sanity ist Ja, jetzt gut. auch nur noch bei 30, 40% wegen dem Wurm. Hock dich ans Feuer, Mann. Hock Ja, dich ich mache einfach. oben nur noch das Häuschen fertig, dann haben wir auch ein Feuer, was wassergeschützt ist. Okay, ich kann ja das hier unten trotzdem nochmal anzünden. Nein, das wollte ich nicht. Komisch ist, ich weiß jetzt halt nicht, ob die Geräusche, die ich höre, von Eingeborenen kommen oder von meiner Sanity. Nicht vorhandenen Sanity. Mal kurz gucken. Honigwabe, Verbrauchsgegenstand, Effekte unbekannt. Soll ich das einfach mal essen, so eine Honigwabe? Ich meine, da habe ich zwei von. Du kannst auch einfach mal eine essen, aber wir könnten sonst. Du Also zuerst. man kann das Ding auch zum Herstellen benutzen, deswegen. Ich weiß allerdings nicht, was ich damit herstellen soll. Ich esse das jetzt einfach mal. Oh, 25 Kohlenhydrate. Nice. Geistige Gesundheit plus 5. Wäre vielleicht was für dich, ne? Warte mal, ich schmeiße das mal raus. Sagt Da. er, ist sie vor mir. Nein, nein, das war noch das Klapperschlangenfleisch. Das hatte ich noch nicht gegessen. Danke. So, und dann gucke ich mal. Vielleicht sind ja die Bienen schon wieder nachgewachsen. Dann kann ich. Ah, nee, ich muss erst ein Ich habe einen Speer bauen. Parasiten gerade bekommen, weil ich mit dreckigen Händen gegessen habe, bestimmt. Ja, natürlich. Aber ich habe auch noch Antiparasitenpilze. Einen Also, hatte ich wenn du auch davon noch. welche. Das war nur einer zum Glück. Ein Speer. Ja, es hilft alles nichts. Ich brauche einfach einen langen Stock. So, Dach ist da. Ich brauche was zu trinken. Ich habe gerade getrunken, Mann. Was ist mit dir? Vielleicht kommt es ein bisschen zeitverzögert. Warst du das? Hast du das gehört? Hast du was gesagt? Also mein Charakter auf jeden Fall, ja. Wahrscheinlich schreit er Okay. dann noch im echten Leben, ja. Ich krieg halt diese Hallos, weil Sanity down ist. Hatte da mal jemand was geschrieben? Nee, nicht wirklich. Also kann ich mir zumindest nicht dran erinnern. Die Leute haben viel geschrieben, aber an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Hier ist gerade ein Stein durch die Gegend geflogen. Einfach so. Okay, ist ja auch eher ungewöhnlich. Der Pilz sieht schon so komisch aus. Ich weiß nicht, ob ich den essen will. Dieser Unbekannte. Hungry.
Ach, scheiße, ich muss es nochmal hinlegen. Was Neues an Rezepten haben wir auch noch nicht wieder freigeschaltet, ne? Nicht, dass ich wüsste, zumindest. Ey, krass, das Feuer brennt noch, obwohl es regnet. Lol. Die Palme bietet. Ah, jetzt ist es aus. Hat wahrscheinlich ein bisschen Schutz geboten. Aber wie konntest du das erste Gürteltier dann erlegen? Wieso hat denn das funktioniert? Das war ein Lucky Shot, glaube ich. Headshot. Sehr geil. Ja, und da kannst du es auch nicht hinbauen, oder was? Aber warum? Das verstehe ich nicht. Du musst es erst ausprobieren, ob du das Feuer hinbauen kannst und dann so einen Unterstand da hinbauen. Alles andere hilft nichts. Aber das kann doch nicht Guck mal. sein. Mitten im Ja, du, Busch macht das Alter. oder was? Aber nicht unter dem Unterstand oder wie? Ich noch Steine? Ah, aber cool, das klappt. Was ich wollte. Dann mache ich das jetzt doch mal hier unten. Bei der Leiter fehlt noch was. Kleiner Stock, großer Stein und ein Seil. Ich baue uns jetzt einen Steinfaller erstmal hier hin. Ach ja, vor allem wenn da oben die Dings spawnen, ja. Das wäre natürlich geil. Erlaubt dir das Spiel zu speichern, aber da steht nichts, dass man das Feuer damit schützen kann, ne? Scheiße, wo kommt jetzt der Igel her, bitte? Die Igel kommen doch einfach jederzeit, hat doch der Typ auch geschrieben. Kleiner Setzkasten, Stock und Feuerbrett mal 4. Sowas sollten wir uns vielleicht auch bauen. Da können wir so Nüsse da einpflanzen oder sowas halt. Okay, also. Speerfischen. Halt, du kannst das dann nirgendwo hinbauen. Hier könntest du es halt hinbauen. Hier so und dann einfach den Unterstand drüber. So, also kleiner Stock. Haben wir irgendwo was für kleine Stöcker? Hinter dir. Also warte, ich zeig's dir kurz. Hier sind die Holzscheite. Dahinter sind kleine Stöcke, da stecken auch schon ganz viele. Hier sind die normalen Stöcke und hier sind die langen Stöcke. Achso, der Igel. Ah, der Igel muss weg. Wir sind auch wieder bei 30. Ja, warte, ich will noch kurz die Falle aufstellen. Das will ich noch machen. Scheiße, hier gleich wieder das ganze Bein zugesetzt mit diesen Igeln. Es ist wirklich ekelhaft. Alter, Buschmann! Was? 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 Alter, nein! Geh weg! Ich bin fast tot. Wo ist er? Direkt vor mir. Da hinten kommt der nächste und der schmeißt Steine. Er hat mich mit dem Stein getötet. Lol. Getötet durch Schnitt. Ich sehe die gar nicht. Direkt oben Alter, bei wo dem waren zweiten die Haus. denn? Nein. Oder lag das an meiner Sanity? Habe ich mir die angebildet und ich bin trotzdem dran gestorben? Nein, den Stein habe ich fliegen gesehen, aber ich habe halt den Otto nicht gesehen. Aber jetzt habe ich es endlich auch mal gesehen. Okay. Ja,
kranker Scheiß, warum haben die mich dann nicht auch angegriffen? Weißt du, das ist halt das, was ich dann nicht verstehe. Wir müssen was trinken. Aber jetzt ist wenigstens alles weg, was vorher Probleme besagt hat. Schönes Ende für eine Aufnahme. Wie gesagt, ich baue auf jeden Fall noch die Steinfalle, die muss noch hier. Ja, nee, ist gut. Aber mit dieser Hektik rechnet ja keiner auf die letzten Meter. War hier nicht irgendwo, hatte ich nicht zu dem Feuer noch einen Stein geschmissen? Den habe ich vorhin verbraucht. Ah, okay. Die musst du wahrscheinlich mit dem Messer wegmachen, oder? Die Dinger? Warte mal, ich probier mal. So. Mit der Klinge kannst du die wegmachen. Ah, bei Klinge gibt es auf jeden Fall auch Plus, ja. Ja. Bei der Axt habe ich, glaube ich, nur Plus bekommen, als ich ihn kaputt gekriegt habe. Seriously? Ah, die Klinge geht ultra schnell kaputt. Findest du? Ich finde das voll faszinierend, dass ich damit so viel wegmachen kann. Ich habe vielleicht 2,5 Bäume damit gerade kaputt machen können. Aber ich brauche halt einfach echt so einen Stein, ne? Das hilft alles nichts. Drüben laufst du einfach zum alten Lager, da liegen, da sind, ist mir auch der eine vorhin entgegengeflogen. Da spawnen, glaube ich, einfach Steine. Klingt blöd, okay, ist aber so. Mir war so, als wenn ich hier auch welche. Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Damn, ich muss ja ganz überlatschen. Aber gut, du hast die Klinge auch schon öfter benutzt, das heißt, der Damage und die Haltbarkeit ist bei dir auch besser. Ja. Also wie gesagt, wenn ich hier diese ganzen Bäume hier weggeschnitzt habe jetzt, die Klinge ist immer noch super in Schuss hier. Ja, jetzt geht halt meine Energie wieder zugrunde. Ich schlaf noch mal kurz nebenbei. Ist total anstrengend, wie du diesen Typen am Leben erhalten musst, ne? Schlafen und dann hat er wieder Durst und dann braucht er wieder was zu futtern, ey. Es nervt halt kolossal, ne? Ich wach schon mal wieder auf. Muss reichen für den Moment. Jetzt auf hier nochmal einen Schluck Wasser hier. Ja, jetzt hat er auch mal. Was wolltest du jetzt noch machen? Ich will so eine Steinfalle bauen. Achso. Hier oben hast du gesagt. Also wenn es genau dahin machst. Also genau, also hier in der Mitte läuft halt immer der Eber lang. Und das Gürteltier läuft hier rechts in der Ecke immer lang. Ja scheiße, ich glaube, den Eber schaffen wir nicht mit der Steinfalle. Aber den Eber würde ich unbedingt mit einem Sperma erwischen. Hätte ich vorher nicht meine Axt geworfen oder meine Fackel, dann hätte ich den mit dem Kopf gekriegt. Sehr geil. Weil der gibt so, bestimmt okay, gut Fleisch. Auf, brauche ich das jetzt hier? Ja, ja, auf und jeden Fall. Bestimmt auch mehr als nur eins. Da mache ich jetzt. Nee, wieso kann ich ihn damit. Hä? Herstellen. So, Stein, Seil und ein kleiner Stock, hat er gesagt. Geht nicht. Nicht. Hä? Die Gegenstände können nicht kombiniert werden. Probiere eine andere Kombination. Ja, okay. Da. Nur mal nachgucken. Tagebuch. Das Steinchen. Da. Okay, kleiner Stock. Ach, ich brauche 3 kleine Stöcker. Okay, alles klar. Das macht natürlich Sinn.
lol, es geht halt trotzdem nicht. Was funktioniert nicht? Die Falle? Der sagt, ich brauche einen großen Stein und drei kleine Stöcker und ein Seil. Aber... Hast du den großen Stein noch draufgepackt? Ja, habe ich. Kleiner Stock mal drei, großer Stein mal eins und Seil mal eins. Ah, das ist so ein Ding, das muss ich mir hier so, das muss ich umklicken und dann dahin bauen. Ah, okay. Ja, lol. Ich glaube auch, das Gürteltier können wir damit nicht erlegen. Das ist eine mickrige Pfeilmaschine. Damit kannst du vielleicht eine Schlange erlegen oder sowas halt, aber nicht, oder eine Ratte oder irgendwie sowas, weil kein Gürteltier, das passt da nicht drunter. Oh scheiße, ich gehe schon wieder kaputt. Ich muss schlafen ganz dringend. Oh nein, ich kippe um, ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Ich glaube, das wird nichts mehr. Oh. Oh je. Nein, das hat nicht mehr gehabt. Ach, dammit, jetzt habe ich eh wieder einen Wurm. Dankeschön. Lol, wo ist unsere Hütte hin? Ich reiß gerade ab und baue es nach oben. Ah, okay. Bei manchen Sachen kriegt man ja gefühlt alles wieder. Blöden Dinger will ich nicht. Ja, okay, komm. Bevor wir jetzt dann halt hier wieder zum Abschluss sterben, gehe ich noch mal kurz die Schlange holen und vielleicht sind schon wieder ein paar Bienen gespawnt. Was haben wir hier? Wir sind auf jeden Fall bei 40 fast, ja. Ja, deswegen, dann machen wir das jetzt noch kurz hier klar, dass wir wieder einigermaßen fit sind und dann machen wir nächste Folge weiter. Aber die Schlange ist diesmal nicht da. Vielleicht habe ich die jetzt so oft hier abgegrast. Looting Ground erschöpft. Und auch die Bienen sind nicht da einfach. Ein bisschen blöd. Aber eine Kokosnuss kann ich noch mitnehmen. Aber hier hinten müssen irgendwo diese Eingeborenen wohnen. Der Kokosnuss bringe ich mit. Aber mit den Bienen und der Schlange ist natürlich ein bisschen schade einfach. Was haben wir hier noch? Vogeln ist? Ist da noch was drin? Jo. Damit kann ich mir einen zweiten Pfeil bauen. Das ist schon mal sehr schön. Und die Kokosnuss noch? Ja, ja. Vielleicht Kokosnuss mal. Ich glaube jetzt. So, hier wollen wir kurz die Kokosnuss wegsnacken. Ja. Lol. Okay. Ey, bleib mal hier. Die steht neben dir links. Okay. Ja, die ist da runtergestellt. Ne? Okay, dann haben wir das. Das können wir hier auch wieder irgendwo hinschmeißen. Voll die Armee von Kokosnussschalen. Kann ich schauen. Kleine Stöcker habe ich jetzt alle ausgepackt. So. Pause.
Ja. Feder, Die Feder. Steinwand. Ja, so fürs Gürteltier war das ein bisschen optimistisch gedacht, Ich habe einfach. Larven gefunden in so einem Baumstumpf. Nimm mal mit, die können wir bestimmt auch wegsnacken. Schon Proteine drin. Gesundheit minus 5, Proteine 8. Gesundheit minus 5. Und ich habe einen Egel sofort bekommen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss man die unbedingt braten. Aber Das kann egal, wir haben natürlich einen neuen sein, Eintrag im Buch. Alleine dafür hat es sich ja. gelohnt. Okay. Und du meinst hier an unseren komischen Bau können wir auch noch anbauen halt, ne? Ja, sie siehst ja gerade oben. Das Ja, macht. weil vielleicht können wir uns dann einfach ein Feuer hier, können wir uns so weit hier vorbauen, dass wir ein Feuer irgendwo hier hinstellen können Das in der Nähe, wäre ne? gerade mein Plan, ja. Guck mal, hier wäre zum Beispiel der nächstmögliche Platz für ein Feuer. Das ist gar nicht so weit weg. Ja, aber ich will jetzt, wie gesagt, gucken, ob das mit der zweiten Etage klappt. Und die ist ja 100% gerade. Und dann würde ich einfach gucken, ob es da geht mit dem Feuer. Ich glaube nicht, dass wir das Feuer noch oben bauen können. Wir werden es ja sehen. Gut, okay, dann machen wir jetzt hier erstmal Stopp, sagst du, ja? Sind auf jeden Fall bei 42 fast. Ja. Gut, ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Genau. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.